Hallo, hallo, bin ich wieder da aus Russland, spiele ich hier mit meinen Freunden lustiges Spiel, heißt Kirby Epic Garden. Ich bin total russisch, weil ich komme aus Russland. Muss aber noch ein bisschen üben, ne? Man muss aber auch ein bisschen toleranter werden, würde ich sagen, Rassistin. Danke. Bitte. Bin ich nicht böse auf dich, weil du bist sehr süß. Du klingst so wie die Russen aus, Archer. Und bist doch so süß wie russisches Würzgebäck. Russisches Würzgebäck gibt's doch gar nicht. So ein schönes Kompliment habe ich noch nie bekommen. Habe ich mir gedacht. Und jetzt spielen wir lustiges Spiel. Ja, schon irgendwie. Spielen wir das lustige Spiel. Sind wir zu zweit im Pilzfeld? Und drückst du A. Oder 2. Spielen wir Pilzfeld. Werden wir Pilzfeld schaffen? Wir werden sehen. Werden wir sehen. Ich bin der Pinke, du bist der Blaue. Das freut mich. Ich bin gern Pink und du bist gern Blau, habe ich das Gefühl. Ist das so? Alles klar. Springen wir auf Pilzen. Oh, siehst du deine Biene? Das ist. Ich steige auch langsam wieder ein. Lass uns Biene töten. Lass uns Schnecke töten. Nein, Schnecke tötet mich. Seppel. Das ist nicht gut. Seppel, das klingt so lächerlich. Ja. Das ist schön. Du bist Schauspieler, ja? Das ist schön. Kannst du auch mal einen richtigen Russen machen? Ich könnte es versuchen, aber das wäre wahrscheinlich nicht so schön. Nicht so schön für wen? Für alle, beteiligt. Wenn du Sprung drückst, kannst du, glaube ich, höher. Ich versuche nur damit, die Rassenquote etwas zu steigern in deinen Let's Plays. Damit du nicht als Rassist abgestempelt wirst. Ist das dein Ernst? Oh, ich bin vergiftet. Und du musst mich retten. Ich will dich nicht retten. Aber ich bin eh schon gerettet. Warum bist du so gemein zu mir? Versuche ich mit dir zu spielen. Willst du nicht mit mir spielen? Ja, selber. Warum will jeder nicht mit mir spielen? Ja, warum will niemand mit dir spielen, verflucht? Warum will jeder nicht mit mir spielen? Aber ich bin doch so nett. Ah, Mikro fällt was? Nette Komplimente. Okay. Sage ich, dass du sehr süß bist. Reicht dir das nicht? Sollte reichen bis 2012. Mindestens. 2012 wird's schon lange vorbei. Nicht wirklich. Oh mein Gott! Bin ich du klingst wie der Russe aus 2012! Das ist Quatsch! Der Russe aus 2012 spricht nicht annähernd so gut wie ich. Sepp, den hat man doch überhaupt nicht verstanden! Deswegen? Die hat den Synchronsprecher bezahlt, überhaupt nicht verständlich zu sein! Das ist wohl wahr! Das ist nicht einfach, dieser Teil hier. Da muss ich mich mal töten, weil meine Freundin definitiv besser ist jetzt. Töte ihn. Ah, töte ihn, ich weiß, du kannst es sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Das kann passieren, ist nicht weiter schlimm. Komm weiter hoch, ich werde jetzt versucht er sogar nett zu mir zu sein. Ich versuche nicht nett zu sein. Ich bin seit Geburt ein netter Mensch. Habe ich von meiner Mama gelernt, dass nett sein immer weiterbringt. Berühr mich nicht. Alles klar, berühre ich dich nicht. Ich respektiere deine Meinung als Frau. Und wenn du sagst, ich berühre mich nicht, berühre ich dich auch nicht. Das wäre nämlich nicht... Nicht nett. So, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Hier. Nein, warum berührst du mich? Ich wollte nicht berühren, ich verzeihe. Ich entschuldige mich hier ganz deutlich. Was machst du da? Ach Mann. Wir springen jetzt hier weiter und töten hier Wattelding. Habe ich für dich getötet. Ich hab dir sein Auge aufgehoben. Willst du es essen? Scheiße, Seppe. Das ist gruselig. Ja. Wenn er so kriegt. Wieso gruselig? Ich hab gedacht, es gefällt dir. Oh ja, alle ich Menschen mögen immer Russen. Einen Russen haben. Russen haben diesen erotischen Akzent. Ich muss mir das betonen. Sonst merkt man nicht, dass ich Russen. Also allein vielleicht. Muss es ja noch nicht. Ach, genau genommen. Bin ich familiär gesehen auch ein
Russlandsdeutsche? Das habe ich ja schon gesagt. Nein, hast du nicht. Das, er habt ja gesagt, dass Russi ist. Hast du nicht gesagt. Er habt dir gesagt, dass Daniel Russi ist. Jetzt sag nicht, das hast du nicht das gehört hast du von nicht mir. Gesagt. Das ist Bullshit. Er hat das nicht gesagt. Jetzt muss ich mal ein bisschen unnett zu dir sein, hübsches Mädchen. Ich habe dir gesagt, dass Kumpel von mir Russi ist. Also russische Also ich habe die russische Staatsangehörigkeit. Das meine ich. Wirklich? Ja. Oh, cool. Ja, das habe ich dir gesagt. Im Falle, dass ich mal im Kriegsfall auswandern muss. Das ist witzig. Definitiv witzig. Ich glaube, so wie der Gesetzesstand ist, darf ich eine Frau mitnehmen. Oder einen Typen. Weiß ich. Frau kann man immer gebrauchen. Ist das dein Ernst? Definitiv. Bam. Öffne du Stadt drüber. Hast du gefunden den Pilzfeld? Ich bin so stolz auf dich. Gehen wir nach oben zu Schnecke und töten Schnecke. Sehr gut gemacht. Dafür bin ich jetzt draufgegangen. Du hast dich geopfert, damit ich töten kann. Ich bin so stolz auf dich. Ach, guck an. Oh, das wollte ich nicht. Warte, ich schmeiß dich rauf, damit ich mich töten kann. Sehr gut machst du das. Spring weiter hoch mit viel Elan. Das ist gut. Das ist sehr gut. Habe ich gerade den Akzent gewechselt? Ja. Ich glaube, ein bisschen habe ich den Akzent gewechselt. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Österreichischen. Kannst du einen Holländer machen? Natürlich kann ich den Holländer machen. Nee, Moment, warte. Wie geht das? Ja, da gehst du in die Zauberkugel. Ja, genau, jetzt kann ich es. Das ist der Holländer. Das ist der Holländer. Du musst einfach aus jedem Schiss machen. Ja, ich habe ja Holländer. Da bist du ein Holländer. Schätze haben wir ganz viele gefunden. Und Sherry haben wir auch ganz viel. Schön, das ist ein schönes Spiel. Schönes Spiel für einen schönen Menschen. Oh, warte. Ich würde Ihnen gerne meinen Bruder vorstellen. Bis bald. Ich glaube, wir sollten mal zu ihm gehen. Aline, kannst du einen Russen machen? Nein, ich kann sowas gar nicht. Bam! Kannst du was machen? Ein bisschen vielleicht. Probier. Mach mal. Oh Gott, könnte so übertrieben, ne? Oh mein Gott, was für ein Kuchen. Leck mich ab. Hallo. Das ist aber eine leckere Kuchen. Nein, das geht ja auch nicht. Das ist auch nicht richtig. Aber vielleicht so. Lass mal zurück zu dem Sport. Weißt du, wenn ich mit meinem Vater telefoniere, dann habe ich direkt diesen. Was machst du? Der will wieder Verstecken spielen mit dem. Wir wollen ja zu dem Typen. Sonst nervt er immer wieder. Ja. Ach ja, wir wollten zu dem Typen. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Prinz Blüsch so. Gut, dann gehen wir eben wieder zurück. Nee. Miep. Hui! Ist ja gut, ich komm schon! Mensch! Wo war das? Wo mussten wir denn da hin? Ganz schön weit weg. Ach, da müssen wir. Können wir das nicht irgendwie mit Start machen oder so? Mhm. Genau hier, zu dem Deppen hier. Müssen wir in unsere Wohnung rein, hier in die müssen wir einrichten. Okay. Nee, warte. Nee, wir müssen wieder zurück, wir müssen in unsere Wohnung, glaube ich. Ja? Glaube ich schon, ja. Ich glaube, du musst einfach mal mit dem Typen da draußen unsere sprechen. Unsere Wohnung. Du kannst ja nicht mit ihm ansprechen müssen. Warte mal, was er jetzt sagt. Okay, dann müssen wir wirklich mit ihm sprechen. Und dann können wir hier die einrichten, wie wir wollen, anscheinend. Ja. Das ist ja witzig. Wir haben in der anderen Wohnung mehr drin als bei uns. Ja. Okay. Bringen Sie mir 10.000 Perlen, dann kann ich ein Stockwerk hinzufügen. Übergeben. Ah! Okay, ja. Und dann? Kannst du eine neue Wohnung einrichten dann? Vielen Dank! Jetzt kann ich das Haus für mein Stockwerk erweitern. Das nehme ich dieses Projekt am besten sofort in Angriff. So. Hast du nie gedacht, dass das Filz auf einmal ein zweites Stockwerk bekommt? Toll. Damit stehen zwei weitere Wohnungen zur Verfügung. Da ist ein Plakat von Fisch da oben. Könnten wir mir vielleicht auch bei der Einrichtung wieder von dir helfen? Ja. Wir sind wirklich unschlagbar, Herr Kirby. Definitiv, das muss ich doch mal sagen. Den kann man eigentlich auch als Smash Bros. Charakter verwenden. Wen, Prinz Blüsch? Naja, mindestens Garn Kirby, meine ich. Wohnung 201. Ja, wir richten mal unsere, wollen wir nicht unsere Wohnung einrichten? Lass erstmal die Wohnung einrichten. Ich glaube, das gibt auch wieder Punkte. Ach, okay. Doch. Aber warte, ich glaube, wie funktioniert das jetzt nochmal? Hinhalten. Ah, doch. Okay. Aber
Doch, doch, wir haben was. Ne? Guck mal, diese Regenbogen ist da oben. Den Regenbogen, genau. Und das andere Ding, was ist das? Das ist gerade alles grob. Finden wir schon. Genau, da oben die Pyramidenwüste. Mhm. Ah. Wow. Die Wohnung sieht nach Ihnen wirklich atemberaubend aus, Herr Kirby. Ich komme zu Ihnen näher. Wow, diese Wohnung sieht wirklich toll aus. Hier wohnt hier jemand. Ich heiße Perlin und werde hier einziehen. Sehr erfreut. Okay, ja. Perlin ist die gruseligste von allen. Also die kommt da einfach rein und sagt, das ist ihre Wohnung? Müssen wir jetzt auch wieder so ein Speziallevel machen? Hey Perlin, ich will mit dir reden. Knopfknospenteil. Machen wir das? Sammeln 600 ja. Perlen. Ja, ihr seid ja so gut im Perlen sammeln. Halt die Klappe. Wir sind gut. Wir können das. Sie kann das, das weiß ich. Könntest du bitte... Ihr seid jetzt UFOs wieder. Ja, ihr macht jetzt wieder UFOs. Ach so. Ja. Ah, okay, alles klar. Du links, ich rechts. Wie ging denn das? Bewegen. Okay. Wie, ich links, du rechts? Egal, hat sie erledigt. Okay. Der hat nämlich den Masterplan. Oh, okay. Die könnt ihr kaputt machen, wenn ihr Gegner aufgesammelt habt. Ah ne, die kleinen könnt ihr, genau, die durchsichtigen könnt ihr kriegen, dann könnt ihr aufladen für... Ja. Okay. Okay, hä? What? Hm? Geht weiter runter, ja. Geht nicht. Geh mal weiter runter, Seppo. Hä? Hör mir mal zu. Wieso geht das jetzt? Weil sie oben am Rand hängen geblieben ist. Ah, oh, ist das ein Scheißdreck. Hm. Okay. Spitzen. Ja, durchspitzen. Wie kann ich denn das gleich machen? Ja, genau. Okay. Ach, jetzt oben hoch, 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 hoch. Oh mein Gott, alles klar. Okay. Alles klar. Ich glaube, das ist schon das ganze Level. Nur hier der Bereich. Okay. Ich habe nur 20 Sekunden Zeit. Ja, kein Problem, kein Problem. Leisure. Sicher? Ja, wir haben geschafft. Kein Problem. Es gibt einen neuen Level fürs... Das musst du jetzt in der Sprache... Achso. Es gibt einen neuen Level fürs Perlensammeln! Vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht! Das hier habe ich gefunden, als wir da draußen waren. Es gehört dir, Kirby! Das geht doch bestimmt ganz schön auf die Stimme, oder? Quatsch! Ich spreche immer so! Freu dich, Kirby! Ich hoffe, dass wir bald mal wieder gemeinsam Perlensammeln gehen! Ja, tschüss, ne? Ach, wie schön, dass ich der Einzige bin, der lacht. Ist ja unwitzig, was du da machst. 202. Ladevorgang, bitte warten. So. Oh Gott. Komm, lass uns umdekorieren. Okay, willst du das machen? Nein, mach du das. Lass uns, mach du das. Die Frau sagt zum Mann, er soll umdekorieren. Hört man auch nicht alle Tage. Du warst heute auch shoppen, ne? Shoppen. Ja, ich glaube eh, dass die Rollen ein bisschen... Ihr habt eh nicht alles. Siehst du, im Spielzeug ja. Fehlt euch was. Ja, ja, ja. Ja, müssen wir noch ein bisschen... Ja, ficken. Nein, wir müssen nicht ficken, sondern ficken im Sinne von... Scheiß. Wir müssen doch etwas ficken. Okay. Ich meine, das kann nicht schaden, aber ich glaube, das bringt halt hier mal nicht schräg. Ganz so, alles klar. Naja gut, wir können jetzt unsere Wohnung einrichten, das können wir trotzdem machen. Wir können mal gucken, ob wir die Sachen, die wir schon verwendet haben, jetzt benutzen können. Das würde Sinn ergeben. Hast du gerade darüber, dass ich Sinn ergeben gesagt habe? Ah, oh, komm jetzt, dekorier du mal um. Links geht das nicht gut. Das wollen wir stellen so... Oh, okay. Was wollen wir noch? Ich will das... Lampe? Ja, bitte. Mach das so rum hin. Wir brauchen ein bisschen Licht. Schön hast du das gemacht. So, ich will... Der Thron da, der gehört mir. Der gehört mir, definitiv. Also der gehört ja eigentlich mir, ne? Nee, der gehört mir, definitiv. Unter dem Kronleuchter, genau. Fritz Püsch, geh gleich dahin, dann kannst du das da draufsetzen. So, Was wollen wir noch? Ich will meine Hopplerhöhle da haben. Ups, warte. Und den Killer-Roboter.
Oh nee, wirklich, das war mir. Ja, die stellen wir in die Ecke, links in die Ecke. In die Ecke? Ja, genau. Da. Wunderschön sieht das aus. Und den Killer-Roboter möchte ich haben. Da. Ja. Haben wir noch mehr, haben wir nicht. Da, der Killer-Roboter. Wollen wir mal den stellen? Da rechts in die... Nein, warte, stell ihn vor die Tür. Stell ihn direkt vor die Tür, falls da irgendwelche Assis reinkommen. Oder Zeugen Jehovas. Schade, okay. Geht nur so. Okay, egal. Da kann er dann... Egal. Okay. So, meine Sachen stehen. Sehr schön. Schön! Der hat ein bisschen bessere Note bekommen. Kann man hier noch mein Thron! Ach, du kannst sogar da drauf gehen? Oh. Sehr witzig. Ach, cool! Guck mal, ich hab runtergerückt, der setzt sich so, drück mal runter. Ah. Ist das süß! Ah! What? Das Programm ist scheiße, ich schlaf. Ah, guck mal, ob ich auch schlafe. Oh, ich bin der Nagelkehre. Oh, ich bin wieder aufgewacht. Ach, guck mal, der schläft, ein. Und jetzt. Oh, ist das süß. Übrigens, meine Güte. Okay, dann verabschiede die Leute. Oh, guck mal, wir werden eh ich schlaf ein, so langweilig ist das. Tschüss.